Körpersprache lügt nicht. Körpersprache lügt nicht. Körpersprache lügt nicht. Körpersprache lügt nicht. Per Steinbrück ist ein Typ mit Ecken und Kanten. Norddeutsch durch und durch wirkt er mitsamt seiner Körpersprache auf viele Menschen grob, unfreundlich und irgendwie krummelig. Aber auch ehrlich, direkt und zupackend. Fluch oder Segen? Im Kanzlerduell war Per Steinbrück eigentlich einer, der uns alle überrascht hat. Er hat einfach begriffen, er muss jetzt mal ein bisschen Flagge zeigen und vor allem auch mit der Körpersprache und seinem Auftreten nicht nur den knallharten spielen, sondern auch mal ein bisschen mit Charme an die Sache rangehen. Gut, da muss er noch ein bisschen trainieren. Er ist ja eben das typische Nordlicht und er hat auch diese preußische Haltung. Der Oberkörper ist steil aufgerichtet, fast also Hohlkreuz. Und dadurch hat er auch ganz andere Gesten als viele andere Politiker. Er wirft die Sachen so ein bisschen nach vorne, ne? Und bitteschön, hier habt ihr's. Und was bei ihm eben ist, es ist alles leider nicht so locker. Es ist immer ein Stückchen verkrampft. Und deswegen auch zum Beispiel sein Lächeln. Wenn er lächelt, wunderbar, aber er bricht es sofort mittendrin ab. Und das ist was, was wir gar nicht leiden können, weil wir dann wissen, der gelächelt hat, der hat jetzt nicht dafür gelächelt, für das, was ich gesagt habe oder was er gemeint hat, sondern nur für den Effekt. Und deswegen können wir das überhaupt nicht leiden, wenn so plötzlich alles ernst wird. Daran muss Per Steinbrück also noch arbeiten, wenn er noch mehr Menschen für sich gewinnen will. Tipps gibt's von unserer Expertin. Mimik ist dafür verantwortlich, dass wir sympathisch wirken. Klar, lächeln, das wissen wir alle, aber es gibt da noch andere Möglichkeiten. Ein richtiges Lächeln fängt ja in den Augenwinkeln an und nicht in den Mundwinkeln. Und dann geht's weiter, wenn es denn ein breites Lächeln wird. Und da traut er sich nicht so. Er hat immer die Augen gerne ein bisschen zusammengekniffen. Die sind so auf Halbmast immer wieder, die Augen. Und dann noch die Zähne ein bisschen zusammen. Und damit wirkt das alles ein bisschen verbissen. Also Zähne auseinander, Herr Steinbrück. Und nicht immer so verbissen lächeln. Aber bitte trotzdem auch nicht aalglatt werden, empfiehlt die Expertin. Er hat einen tollen, trockenen Humor, also richtig fantastisch. Manchmal merkt man es gar nicht. Ach, jetzt hat er das wieder humorig gemeint. Aber was man immer, wenn man es mal rausgefunden hat, man sieht es, er redet über einen Fakt. Und wenn jetzt so eine humorige Stelle kommt, macht er einen Standpunktwechsel. Den sieht man nur, also wenn man Fernsehbilder anschaut, eben an den Schultern. Und dann sieht man, ach, Standpunktwechsel, Achtung. Und dann kommt irgend so ein trockener Spruch zum Wegwerfen. Herrlich. Fazit: Manches ist gut, manches ist schlecht. Wie fast jeder Spitzenpolitiker könnte deshalb auch Per Steinbrück in Sachen Körpersprache mit Sicherheit noch einiges dazulernen. Körpersprache lügt nicht. Körpersprache lügt nicht. Körpersprache lügt nicht. Körpersprache lügt nicht.